Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Hatte ich doch gerade noch mein Mikrofon an der Seite. Meine Güte. Bestens vorbereitet. Okay, also, nächste Folge. Wir haben, glaube ich, jetzt fast alle Statuen. Ich glaube, eine fehlt noch, ne? Eine Statue brauchen wir noch und dann können wir endlich das Rätsel lösen. Wobei ich befürchte, dass ich noch einiges vergessen habe bis dahin. So, vier Masken, eine fehlt noch. So, und die alte ist immer noch unterwegs. Oh, habe ich eben noch von gesprochen, ne? Okay, wenn die Dinger auch im Schloss rumstehen, dann befürchte ich, dass ich da schon einige für übersehen habe. So, wir haben jetzt aber auch alle Schwestern beseitigt, ne? Ich glaube, die... schlecht, da gehe ich noch nicht hin. Schatzkarte, Dungeon, was stand da? Moment. Wo ist die Schatzkarte? Die muss ich mir mal gerade angucken. So, der Teil einer vergilbten Schatzkarte. So, Dungeon, Kitchen und Treasure. Das ist ein rundes Zimmer. Im Sarg des Adeligen ruht ein unschätzbar wertvolles Erbstück. Aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Aha. Oh, warte mal. Ist das vielleicht... Nee, glaube ich nicht. Erinnert ihr euch noch ganz in der zweiten oder dritten Folge waren wir noch im Dorf. Da war doch bei dem Friedhof so eine kleine Krypta. Und da war irgendwas drin, das konnten wir nicht öffnen. Und da waren links und rechts noch die zwei Fackeln. Also zwei Laternen oder wie auch immer man das nennen soll. Aber Kitchen, das ist doch Dungeon. Das, ist das nicht hier im Schloss? Und da vorne ist eine Leiter. Das müsste hier im Schloss sein, oder? Lass mich mal gerade auf die Karte vom Schloss gucken. Ob wir hier irgendwo einen Raum haben, der rund ist. War hier nicht irgendwo noch ein... Ja, das Verkostungszimmer, das passt aber nicht zum Plan. Warte mal, wir gehen mal hier Richtung Stadt. Achso, warte mal, kann ich da jetzt gar nicht hin? Unterirdische Gänge, Häuser des Dorfs. Wo sind denn hier? So. Walkürenstatue, hier gab es irgendwo, warte mal, Ostteil, Westteil, Luisas Haus. Brachliegender Acker, wo war, hier war der Friedhof. Guck mal, Kirche, Walkürenstatue, da, nee. War das da? Warte mal, das war Friedhof, Kirche. Hier. Ich glaube, das war das. Aber ich weiß nicht, ob das das ist, weil Kitchen... Hier ist doch keine Küche, oder? Ich weiß ja nicht. Irgendwie... Den Weg erhellen. Okay, also irgendwas anzünden auf jeden Fall. Ne? Fackeln anzünden oder was auch immer. So viel ist klar. Wenn wir da nochmal hinkommen, dann schaue ich mal. Wie sieht es mit der Muni aus? Oh, die Muni ist Bombe. So, der steht bestimmt gleich auf. Ich gucke aber gerade nochmal hier, was wir hier noch haben. Oh, das Scharfschützengewehr. Die Rifle F2. Ja. Die nehmen wir uns gleich. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Er soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was wir brauchen werden, um eine gewisse Dame zu besiegen. Ja, ich habe da so einen Verdacht. Ich habe da so einen ganz doofen Verdacht. So, und du? Stehst auf. War doch klar. Fünf Schuss. Kann man sich relativ gut drauf verlassen. Oh, ein Dietrich. Ein Dietrich. Das finde ich super. So, die Riefel. Schönes Scharfschützengewehr. Oh, das erinnert mich an Teil 4. So, Ethan, dann kannst du ja mal gucken.
Warte mal, Zoom konnte ich auch. Achso, warte, ich muss mal gerade das auf die 4 legen. So. Ich konnte irgendwie zoomen mit Alt. Wollte mich verarschen. Das soll der Zoom sein. Ja, ich... Okay, das ist ein sehr schöner Zoom. Alter, was ist das für ein Zoom? Das ist 2 Zentimeter näher ran. Alter, okay. Ja, ich will mich gar nicht beschweren. Vielleicht, warte mal, gibt es vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit zu zoomen, indem ich... Nein. Ich dachte Mausrad vielleicht, aber einfach nur Alt und dann... Okay, vielleicht mache ich das auch irgendwie falsch. Aber das ist ja wirklich ein Witz. Okay. Was? Muss ich die irgendwie abschießen? Ich kann sie abschießen, ja. Aber ich will nicht die gute Muni dafür verschwenden. Ganz ehrlich. Ganz schön flink, guck mal. Ja, nee, nee, da werde ich nicht die gute Scharfschützenmuni für verschwenden. Das kannst du mal vergessen. Die kann ich auch so abschießen. Komischen Gargoyle-Viecher. So. Die haben ja noch Beine. Ach, das sind dieselben, nur als... Okay. Das sind dieselben Viecher, nur mit Flügeln. Also diese... Mit dem Schwert und so, wisst ihr? Nee, also das ist Verschwendung, ganz ehrlich. Das hebe ich mir lieber auf. Erwischt. Erwischt, erwischt. Da gibt's noch. Beim ersten Date nicht gleich mit Zunge, mein Freund. Kristalliner Flügel. Wow. Das ist schon nice hier, ich muss mal sagen. Also das ist schon beeindruckend hier. Das sieht richtig geil aus. Bin ich denn hier? Schloss Dimitrescu, Schlossdach. Oh mein Gott, hier wird es bestimmt 10.000 Ziegen zum Runterschießen geben. Und ich habe noch nicht eine gesehen. Boah. Ja, hier gibt es bestimmt einiges, was man... Musik ist auch richtig cool. Na gut, wir gehen mal weiter. Wenn hier eine ist, dann ist sie sehr schwer zu sehen. Oh, guck mal, hier ist bestimmt der Aufzug. Das ist bestimmt der Aufzug für nach unten. Nee, nee, mach mal nicht hier. Mach mal nicht, Kollege. Gib mir mal lieber deine Leih. Als Leihgabe. So. Diese Leihwitze, ne? Die sind auch so schlecht. Okay. Also wenn hier irgendwo eine Ziege zum Runterschießen ist, keine Ahnung wo. Das muss ich beim zweiten Durchlaufen gucken. Das kann ich jetzt unmöglich alles absuchen. Das wird viel zu lange dauern. So, Vorsicht. Die hüpfen bestimmt wieder hier über die... Natürlich. Ah, ich hänge hier fest, verdammt. So, komm mal hier rüber, bitte. Weil wenn du da runterfällst, kann ich dich nicht looten, mein Freund. So. Sehr gut. Oh, das gibt gleich wieder richtig gut Kohle, ey. Aber da wir das Scharfschützengewehr haben, wird das wahrscheinlich auch richtig teuer gleich. Schlossdach. Das sieht mir alles schon so richtig aus. Warte, ich gehe nochmal zurück. Das sieht mir alles schon so richtig aus. A möchte ich erstmal hier den Aufzug, glaube ich, aktivieren. Für später. Und B wollte ich hier nochmal hin. Genau deswegen. Da haben wir noch ein paar rostige Raste. So, und da war nichts mehr. Ne? Warum stehen hier eigentlich so Vasen auf dem Dach? Ganz ehrlich, das ist doch... Wer stellt sich denn hier so tolle Vasen mitten... Naja, gut.
will es gar nicht wissen. Da oben ist noch einer. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen dazu verleiten, dass man hier die gute Munition verschwendet für diese Viecher. Aber das sehe ich irgendwo nicht ein, weil die kommen ja an einen ran. Und dann die gute Scharfschützenmuni dafür verschwenden, ich weiß nicht. Ich wette, da gibt es noch andere Gelegenheiten, wo man die benutzen kann. So, dann komm mal ran, junger Mann. Na. Brauch noch nicht so viel Schuss wie die anderen. Oh, der kam aber schnell hinterher. Bäh. Widerlich. Stirb doch mal. So, ich muss mir gerade ein bisschen Munition herstellen. Wir sind ja zum Glück recht sparsam, das heißt, ich kann mir locker jetzt was craften. Hier. So. Machen wir mal, ne? 22 Schuss, das klingt gut. Kann ich hier auch noch was machen? Nein. Heilung. Wir machen mal einmal Heilung, ne? Oder zwei. Wie viel haben wir jetzt? Zweimal Heilung. Ja, das sieht gut aus. Bestimmt irgendwo noch eine Ziege auf dem Dach. Aber keine Ahnung wo. Weil da würde sich das Scharfschützengewehr wahrscheinlich dann wieder lohnen. Wobei, ich denke mal, das kann man auch mit dem Pistölchen abschießen. Guck mal einer an. Man muss nur genau gucken. Na, ich konnte es auch gerade nehmen. Jetzt. Kristallfragment. Gut gesehen, Angus. Mann, Mann, Mann. Adlerauge. Hier sind bestimmt noch mehr versteckt, aber keine Ahnung, wo überall. Okay, da ist auch noch was. Oh, Schießpulver. Nehme ich gerne. Wir konnten, glaube ich, eben nicht so viel machen, weil ich habe von der Chemikalie und so viel für die Schrotmunition verschwendet schon. Ich glaube, da hatte ich nicht mehr so viel von. Und ich glaube, rostige Reste und sowas haben wir jede Menge noch. Ich habe jetzt eben nicht geguckt. So. Wir sind immer noch oben. Ich glaube, von hier komme ich jetzt auch zum Turm bestimmt, oder? Turm ist ja das höchste. Dachgeschoss 1 sind wir. Okay, da kommen wir jetzt auf Dachgeschoss 2. Und wo ist der Turm? Das könnte der Turm sein. Ja, die Prinzessin wohnt im Turm, nicht wahr? Rose. Ich wette, die will die für irgendwelche Experimente haben. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Ich werfe jetzt mal eine Theorie gerade in den Raum, dass Mother Miranda irgendwie so eine Art Übermenschen züchten will oder sowas. Und diese Wesen, die hier kreiert haben, sind ihre Experimente. Ja, diese ganzen Leute hier, die Miranda und... Nicht Miranda, die Dimitrescu und die Daniela und die anderen zwei. Das sind alles irgendwelche wissenschaftlichen Experimente. Und das macht die alles unter dem Deckmantel dieses Kults, den die hier geschaffen hat. Hundertprozentig ist das so. Ist jetzt nur eine Vermutung, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Aber es würde zumindest dazu passen, was wir da gefunden haben in diesem Bericht. Wow, Ethan. Und das mit drei Finger. Also, ich muss schon sagen. Gut, man darf nicht vergessen, das sind die drei stärksten Finger an der Hand. Yes, die letzte Maske, die okay. Letzte Maske. I should be able to get out with these. Oh ja, das sollten wir. Und wir haben ja schon den Rückweg hergestellt, indem wir den Aufzug aktiviert haben. Ich gucke aber gerade nochmal. Glockenturm. Da ist auch noch eine Leiter. So, warte mal, bevor ich gehe, ich gucke nochmal ganz vorsichtig hier so... Mit meinen verrosteten Augen. Aber nichts. Okay. Gott sei Dank kommt die Alte nicht hier hoch. Ah, wir kommen direkt beim Aufzug raus. Oh, das ist ja toll. So, und der Aufzug führt hier direkt unten. Dann können wir direkt speichern. Oh, das ist toll. Wenn die jetzt nicht hier in den Aufzug reinspringt oder so. Noch weiter hoch geht nicht, ne? Ist hier irgendwas drin? So, wir werden jetzt wahrscheinlich gebührend empfangen.
Geh schon mal auf die Schrotflinte. Oh, da war was. Hab ich gerade gesehen. Da, guck mal. Entschuldigung, war eine Fliege bei mir hier. Kristallfragment. Oh, wir haben jetzt wieder so viel zu verkaufen für den Duke. So, lass mich mal gerade gucken. Der Duke ist eigentlich nur geradeaus. Okay, Wagenauffahrt ist zu. Das ist, glaube ich, draußen, ne? Das ist von wo wir gekommen sind. Ja, im Prinzip müssen wir einfach nur rennen. Und hoffen, dass die Alte nicht hier rumrennt. So, die drei... Ja, na klar. Naja, ich glaube, ich sehe das noch nicht so ganz. Wieso ist der Aufzug nicht da? Hallo? Aufzug! Aufzug, Mann! Jetzt geh doch da rein! Boah, Alter! Jetzt drück doch mal auf den Knopf! Warum drückt der nicht auf den Knopf, Mann? Ey, das gibt's nicht! Der drückt nicht auf den Knopf. Wahrscheinlich, weil die das hier blockiert, ne? Ja, ich bin erledigt. Okay, das erste Mal gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Was zum Teufel? Wieso hat er nicht auf den Knopf gedrückt? Ich werde auch wieder nach oben gefahren, Mann. Oh, das gibt's doch gar nicht. Okay. Wir müssen irgendwie an der vorbei. Ich kann anscheinend mit dem Aufzug dann nicht abhauen. Also ich drück mal drauf. Dann müsste der... Bleibt der dann offen oder geht der dann wieder zu? Der geht wieder zu. Warte mal, ich probiere mal. Vielleicht kann ich ja doch irgendwie entkommen. Weil hier kann ich sie irgendwie... Kann ich hier sie ausmanövrieren? Hier gibt's keine Tür, ne? Ich könnte natürlich auch einfach probieren. Stupid man thing! You won't live long, even if you run! So. Rein hier. Zack. Es geht also doch. Okay. Ich fahre nochmal hoch, ne? Die kann mir ja eh nicht hinterherkommen. Können wir auch wieder zurück? Ich überlege gerade. Dann würde ich einfach den anderen Weg gehen. Können wir einfach zurückgehen? Über das Schlossdach? Dachboden? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Ich probiere das mal. Wenn es da nicht lang geht, dann gehe ich halt hier lang. Pff, ist mir doch egal. Oder war hier die Tür zugegangen? Irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht nicht hier lang können. Na, vielleicht können wir ja doch hier lang. Oh. Naja, Leon konnte das auch. Also alles gut. Okay. Ja, ist halt ein bisschen länger hier der Weg, ne? Halle der Freude. Haupthalle und dann runter, ja. Ja. Wenn sie jetzt hier kommt, muss ich halt wieder zurückrennen, ne? Ich glaube, die rennt unten rum. Ich mache mal ein bisschen leise. Okay. Die Musik hat sich wieder beruhigt. Im Prinzip muss ich ja nur einen runter. Und dann, ja, immer nur geradeaus, ne? Runter, geradeaus und dann direkt links abbiegen. Okay, komm. Mann oder Maus. Das ist doch nicht zu fassen. So, kommen Sie ran, junge Frau. Kommen Sie ran. Wo wollen wir? Hier lang? Ja. Okay, hat geklappt. In dem Kleid kann man nicht so schnell rennen, wa? So. Ciao. Und hallo. Oh, super. Das klingt toll. So, dann schauen wir doch mal direkt, was du so hast. Ja, ich habe ja auch was Tolles gefunden, ne? Aber erstmal hier, Ankauf. Die verkaufe ich. Den Schädel, die Flügel auf jeden Fall und die Torsen, Freunde. Verkaufen wir auch. So. Boah, das wird immer mehr. So, was hast du denn Neues? Nichts. Der hat einfach mal nichts Neues. Ich dachte, der hätte was Neues gekriegt. Schrotflintenmunition. Warte mal, hiervon haben wir noch. Das hatte ich ja gesagt, ne? Wenn wir die brauchen. Ich hole mir mal den Rest hier noch. Die drei, die wir noch haben. Und die hier. Da hole ich mir mal die Hälfte. So.
Ne, wie gesagt, ich hab das ja gekauft, ganz ehrlich. Ich meine, das ist jetzt, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn man das im Spiel holt. Also ich hab mir das, die Version ja gekauft, wo es das als Paket gibt. Also warum sollte man das nicht unbedingt benutzen? So, Feuerkraftvorrat, okay, schade, die Zoomrate kann man leider nicht erhöhen. Ich hätte jetzt gedacht, wir können hier vielleicht, naja, gut. So, dann würde ich die Feuerkraft hier nochmal erhöhen. Das geht aber nicht. Ich brauche eine bessere Waffe. Magazingröße auf 18. Ja, komm. Ah, it's fine, all finished. So, und dann hier nochmal die Magazingröße auf 7. So, Feuerrate haben wir schon, die können wir gar nicht erhöhen. Und das lasse ich erstmal, das würde ich. Feuerkraft 600. Die hat weniger Schaden als die Flinte. Ja. I'm skilled at all sorts of Ich habe weapons zwar ganz ehrlich, fabrication, and ich we'll hätte do genug them for Geld, a small aber fee. ich mache das beim nächsten Till Mal, glaube next ich. we meet. Ich mache das beim nächsten Mal. So. Erstmal ist wichtig, dass wir jetzt die Statue hier vorne eingesetzt kriegen. Ohne dass die alte hier rum. Oh Gott. Hau doch mal ab. Ich frage mich ja, ob man die. Aber ich will die Munition nicht verschwenden. Ich frage mich, ob man die genauso wie Mr. X auch einmal in die Knie zwingen kann, wenn man die beschießt. Es geht mit Sicherheit. Ja, ist weg. Okay, eine haben wir noch. Beziehungsweise zwei. So, einmal die mit den drei. Das dürfte die hier sein. Nein, die passt nicht. Okay, das ist die Zornmaske. So, und die Maske der Freude. So, nichts wie raus hier. Und du wirst errettet. Naja. Das wirklich so ist. Nö, 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 nö. Ich muss erst looten und dann muss ich hier raus. Tschüss. Ich muss hier gar nichts lernen. Ich muss nur wegrennen. So, oh Gott. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe an Kirchen ganz schlechte Erinnerungen. Oh, warte mal. Angeblich gibt es hier noch was. Kommt die mir hinterher? Ich hoffe nicht. Angeblich gibt es hier noch was. Ich bin ein bisschen zu schnell hier runtergerannt. Warte mal, hier bestimmt. Ja. Ja. Lei, lei, lei. Lei, 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 lei. Was ist schon dabei? Und eine Chemikalie, nämlich natürlich auch. So, das war's, ne? Sehr schön. Vielleicht noch ein Ziegenbock irgendwo zum Runterschießen. Sehr schlecht zu sehen da oben, ne? Wenn da irgendwo einer ist, dann sehr schlecht zu sehen. So. Was? Turm der Andacht. Oh mein Gott, das ist doch Opfertisch hier oder was? Das ist wirklich. Oh Gott, nein. Oh nein, ich will da nicht reingucken. Hier ist viel zu viel Platz für irgendeine Scheiße. Da ist doch irgendeine Kacke drin. Ah, natürlich. Nehmen. Oh, der Dolch. Der Dolch. Nein. Aus. Und jetzt einmal die Rampe. Oh, Mutti ist sauer. Ey, der Dolch. Aber ich glaube, das hat schon gereicht, oder? Wir haben sie einmal damit gestochen. Oh, oh. Oh nein. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Miss Gargoyle. Nett, ihre Bekanntschaft zu machen. Oh Gott, scheiße. Ich möchte das nicht. Oh Gott. Ach du Scheiße. Rückflug. Ja, kann man ein bisschen mehr vom Schloss sehen. Danke.
fucking Kacke. Looks like your outside matches your inside. Ich kann hier nicht weg. Oh Scheiße. Auf dich muss ich, ne? Mal nachladen. Oh Gott. Scharfschützenmuni. Ja, ja, ich verstehe schon. Nur auf dem kleinen Stück hier. Ah, hier kann ich hin. Okay. So. Ich denke mal, ich muss auf sie schießen. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so. So, wo bist du? Wo willst du denn? Ich will auch keine Vergebung. Shit. Okay, ich kann immer nur einmal schießen. Dauert zu lange mit dem Nachladen. Sehe ich noch nicht. So, kommen Sie ran, junge Frau. Ah, okay. Das war's schon? Im Leben nicht. Ich bleib mal hier, ja? Ach, guck mal, jetzt will sie von da kommen. War's noch nicht. Okay, schau ab, warte. Will ich mal von deinem Leben erlösen. Von deinem traurigen. Shit. Mist. Ah, die wackelt immer so viel. Nee, sehe ich noch nicht. Oh Mann! Was mache ich denn? Getroffen. Glaube ich. Moin. Du auch hier? Mann, 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 du bist voll vorbeigeschossen. Ah, nein, falsche Richtung. Ich lauf hier lang. Ja, jetzt habe ich sie getroffen. Sehr schön. Ich glaube, ist auch egal, wo ich ihn treffe, ne? Lecker. Okay. Rose ist die Hoffnung. Fuck, ich seh nix! Ein Schuss noch. So geil wie Marguerite irgendwie. So, warte mal.
Nee, nee. Lass das mal schön bleiben. Fuck, ich wollte mich heilen. Ich glaube, das war's. Jetzt habe ich alles gesehen.